Ah ja. Energiesparlampe, da hat mir der Armin Reberding gesagt, man kann eine Energiesparlampe zum Glühen bringen. Ich habe das noch nie gemacht, könntest du das vorführen? Wir machen da noch eine Fragerunde. Ja? Ich wollte jetzt einfach, danke für den Applaus. Für diese Nachttischlampe gesprochen. Das ist natürlich diese mit der Niederfrequenz, Niederspannung. Wenn man jetzt aber eine normale Nachttischlampe hat, wie schaut es da aus? Rollt die auch so stark? Oder? Ja, wie war die Frage? Eine normale Nachttischlampe, nicht ja. So eine Staublampe, die Niederfrequenz. Es hat immer damit zu tun, wenn der Stecker ein zweipoliger ist, also ohne Erdung. Es ist durch einen dreipoligen Stecker, durch diese runden Stecker, ist es deutlich weniger, aber es ist auch immer noch vorhanden. Also am besten wäre es eben eine abgeschirmte Lampe zu haben oder einfach ausstecken dann in der Nacht. Das ist das. Also dadurch kann man die Belastung schon mal deutlich reduzieren. Aus biologischer Sicht ist es nicht ausreichend, weil dann ist natürlich noch die Hausinstallation. So, ich möchte das einmal probieren. Jetzt, also ich habe das früher auch mal gemacht bei den Vorträgen oder in Schulen gezeigt. Also ich habe das an den Schulen früher gezeigt, dass man mit der Mikrowelle diese Energiesparlampen zum Strahlen bringen kann. Und da kann man eigentlich dann darstellen. Also was da eigentlich für eine Energie dahinter ist. Und damit erwärmen wir unser Essen, beziehungsweise ist es die Strahlung, die Frequenz von einer Mikrowelle liegt bei 1900 MHz, 1,9 GHz. Und telefonieren zum Beispiel tun wir mit 1800 MHz, 1,8 GHz. Gell? Also das ist relativ nah dran, beziehungsweise auch die schnurlosen Telefone. Also das ist alles relativ die gleiche Frequenz. Und diese Geräte sind, die müssen abgeschirmt werden. Und es gibt auch eigene Mikrowellentester, das wissen die wenigsten. Die kann man dann kaufen und man sollte eigentlich eine Mikrowelle regelmäßig auf Leckstrahlung untersuchen. Die Sache ist nur, ich habe ja ein Mobiltelefon, ein Handy und habe halt die Strahlung dann am Kopf. Also LED-Lampen. LED-Lampen ist sicherlich eine geniale Technologie, weil wir dadurch wirklich sehr viel Energie sparen werden. Aber es ist noch eine Technologie, die total in den Kinderschuhen steckt. Also ich mache auch so Vorträge für über Lichtqualität, beziehungsweise habe mich damit sehr intensiv auch beschäftigt. Und LEDs haben eben ein elektronisches Vorschaltgerät und die erzeugen einerseits sehr starke Netzrückwirkungen, die ich dann, also sie verändern mir die Netzqualität, das hat wieder Wirkung auf mich dann im Kilohertzbereich. Die Lichtqualität, also die spektrale Farbverteilung ist nach wie vor sehr schlecht, das heißt einen sehr hohen Blauanteil und der hohe Blauanteil macht nämlich eins, er wirkt hormonsupprimierend. Das heißt, er unterdrückt mir ein gewisses Hormon und dementsprechend habe ich dann eben wieder das Problem. Das nächste ist, dass das Licht einer LED zum Beispiel sehr stark stroboskopartig abgegeben wird. Das ist bis zu 100% teilweise. Also wir aus baubiologischer Sicht können im Moment nur ein Produkt empfehlen, das ist der deutsche Hersteller, der das nach unseren Vorgaben, also aus baubiologischer Sicht und aus umweltmedizinischer Sicht entwickelt hat. Und die anderen sind also im Moment nicht empfehlenswert. Also die Industrie ist aufgrund der baubiologischen Forschung da auch schon aufmerksam geworden. Und das wird sich sicherlich auch noch ändern. Wie lange das dauert, das weiß man nicht. Ob sie das mit dem hohen Blauanteil wirklich so gut in den Griff bekommen, das werden wir auch sehen. Wir sind eh schon in der Frage- und Antwortrunde. Bitte. Ja, genau. Haben Sie noch weitere Fragen? Bitte schön, sagen Sie dazu, ob Sie das von Herrn Rebernick haben wollen oder von mir. Kennt man denn bitte die unterschiedlichen Headset-Anlagen, dass sie besser sind? Sie haben vorhin was gesagt mit der Kupferleitung. Wie erkennt man die optisch? Weil Sie haben ja da kein Muster nicht gehabt. Ne? Ich habe aber eins sogar dabei, das kann ich Ihnen mal zeigen. Also das sind natürlich sehr spezielle Headsets, das heißt, die werden dementsprechend auch verkauft als strahlenreduzierte Headsets. Und das Wichtigste ist immer, dass sie da einen Luftschlauch dabei haben. Also das ist jetzt mein privates. Können wir mal rumgeben, können Sie sich mal anschauen. Und das kriegen Sie auch im Fach, also nicht im normalen Fachhandel, dann schon im speziellen Fachhandel dann. Was heißt das? Das heißt, bitte? Bestimmt nicht im Handy laden, oder?
Im Handyladen kriegen sie es nicht, nee, das kriegen sie nur übers Internet. In Österreich werden sie von der Firma Biohirsch vertrieben, in Wien, beziehungsweise in Deutschland kriegen sie es über die umweltanalytik.com oder myenvy.de. Das sind so die Vertriebsdinge. Amazon zum Beispiel rein, einfach mal reinschreiben, strahlenreduziertes Headset, dann kommen sie da sofort drauf. Und das war Strahlenschutzmütze oder Tuch, was kostet das? Ich weiß es nicht. Ich habe mit dem Vertrieb nichts zu tun. Also ich verkaufe keine Produkte. Das ist auch mein privates. Gell? Da müssen Sie den Herrn Neuschätzer fragen. Ja, ja. Ja, also so ein Kopftierchen, aber ich habe das früher gekauft, kostet 35 Euro bei iShield. 70x70. Das gibt es auch in Weiß und auch, ich glaube, in Blau und in Grün. Und ich bin wirklich, ich bin ein paar Jahre bin ich so rumgelaufen. Und alle haben gesagt, naja, wie das ausschaut, ja, ist mir nichts anderes übrig geblieben. Es gibt auch solche Mützen, es gibt auch andere Kappen, die haben auch runde Krempe. Schauen Sie nach im Internet, es gibt ja verschiedene Anbieter dafür. Wenn Sie reingehen bei Elektrosmog, Strahlenschutz und Wäsche, Bekleidung, Strahlenschutzwäsche, das sind diese Wörter, wie Sie dann Informationen kriegen. Die Gardinen, die sind dann auch unter der Rubrik, oder? Genau, ja. Gardinen sind auch darunter, ja. Niedrige SAR-Werte. Was sind niedrige SAR-Werte, was sind hohe SAR-Werte? Da steht es nicht rein von bis. Armin, kannst du das machen? Also wir besprechen das jetzt mit den SAR-Werten und dann machen wir als nächstes. Ja? Also was sind SAR-Werte, SAR-Werte? Es ist die spezifische Absorptionsrate. Also wir haben Grenzwerte, haben wir für Mobilfunkmasten. Diese Grenzwerte gelten aber nur für ortsfeste Anlagen. Das heißt, für die Handys haben wir keine Grenzwerte. Dazu gibt es den SAR-Wert. Und dieser SAR-Wert beschreibt eben die Energieaufnahme von einem Kilogramm Körpergewicht. Und dieser SAR-Wert ist auch festgelegt. Und normalerweise halten es die Handys auch ein, dass es eben nicht zu einer thermischen Erwärmung des Körpergewebes kommt. Es ist aber so, dass dieser SAR-Wert nur für Erwachsene gilt, nicht für Kinder. Das ist mal das erste Problem. Was ist ein niedriger SAR-Wert? Ja, das Problem ist, das Problem der Smartphones ist, dass die den SAR-Wert komplett ausnutzen, weil die müssen funken. Die müssen sehr stark funken, damit sie eben die Datenpakete schicken können. Es werden riesige Mengen an Daten geschickt, das heißt, dass so ein neues Smartphone an den Kopf zu halten, ist schon sehr bedenklich, muss man sagen. Sie haben ein sehr schönes Spider-Man-App, habe ich gesehen. Spider-Man, ja. Klaus. Klaus Buch. Ach so, da, ja. Sie wollten was fragen. Was ist mit Bluetooth? Bluetooth wird auch bei neuen... Headset und den ganzen Ding. Genau. Bluetooth ist eben eine Freisprecheinrichtung, ist auch bei 1900 Megahertz gepulst, das heißt, es wäre eine zusätzliche Strahlungsquelle. Das heißt, Ihr Handy funkt so oder so zum Masten und dann funkt Ihr Handy noch einmal von der Gürtelschnalle zum Ohr, also das nochmal dazu. Auch gepulst, ist biologisch sehr kritisch zu betrachten. Bringt da Flugmodus was bei diesen Smartphones? Ja. Das ist ganz gut. Also wie geht man mit dem Handy um? In der Nacht ausschalten, Flugmodus. Also man muss es nicht ganz ausschalten, Flugmodus, dann ist wirklich eine Ruhe. Da wird nichts mehr gefunkt. Und dann mindestens 1 Meter bis 1,5 Meter Abstand halten zu den Schlafbereichen, dann haben Sie eigentlich eine Ruhe. Es verwenden ja viele das Handy als Wecker zum Beispiel. Und wenn Sie 1 Meter Abstand halten, ist es an sich kein Problem mehr. Bitte. Eine Frage bei einem neuen Auto, so 2018, da soll bei Unfällen ja ein Gerät drinnen sein, das sofort meldet. Mhm. Und die Unfallstelle, was ist das für ein Gerät? Kann ich nicht sagen, was es sofort meldet. Ich weiß es nicht, ich höre es jetzt zum ersten Mal. Das wird sicher nicht die ganze Zeit funken, weil sie ja nicht die ganze Zeit einen Unfall haben. Also von dem her sehe ich da jetzt das nicht so kritisch. Weiß nicht, müsste ich jetzt mich da darüber informieren. Was eher das Problem ist, Bluetooth in den Autos, fix eingebaut. Da sollte man nachschauen. In den Autos ist es überhaupt noch riskanter bzw. bedenklicher, weil im Auto sind sie von sehr viel Metall umgeben. Und Metall reflektiert die Strahlung, das heißt, sie sitzen dann wirklich wie in einer Mikrowelle. Das sagen sogar die Antennenhersteller, dass das wirklich kritisch ist, in einem Auto zu telefonieren. Sollte man eigentlich gar nicht machen. Nächste ist dann auch Autos, die diese ganzen Keyless, also schlüssellosen Funktionen. Das heißt, man gibt ja Autos, die haben ja nur so eine Karte oder so, oder sie brauchen den Schlüssel nur in der Hosentasche lassen, kommen zum Auto hin, dann sperrt sich das schon automatisch auf, oder sie brauchen das nur per Knopfdruck dann starten, also keine Schlüssel mehr reinstecken. Das sind alles Frequenzbereiche im Kilohertzbereich. Und ich habe jetzt gerade seit einem halben Jahr,
habe ich in Graz, ich arbeite mit dem Haus der Baubiologie zusammen, da ist dann jemand gekommen, das ist ein Elektroingenieur gewesen, der in der Forschung war. Der hat genau diese Keyless-Systeme erfunden. Und der ist dann bei mir im Haus der Baubiologie gesessen und hat gesagt, er ist elektrosmog-sensibel geworden. Er muss einen anderen Job suchen. Er war die ganze Zeit im Labor, hat das programmiert, hat das rausgefunden und hat gesagt, jetzt kann er nicht mehr. Jetzt wird er Baubiologe. Macht er gerade die Ausbildung. Ja, das sieht man dann halt, was da los ist. Und das ist aber nicht der Einzige. Ich habe solche Termine oder so, das habe ich öfters. Bitte. Gibt es irgendeinen Strahlenschutz für Laptops und PCs und sowas? Strahlenschutz für Laptops und PCs, ja, ausschalten. WLAN deaktivieren, Bluetooth deaktivieren, gibt es ja die Funktionen. Das ist normalerweise, wenn Sie es kaufen, an sich wäre das schon eingeschaltet, kann man ja einfach ins Menü reingehen und deaktivieren, dann funken die auch nicht. Wichtig ist nur, wenn Sie, das ist jetzt, hat aber nichts mit der Strahlung zu tun, sondern das ist eine Feldbelastung, wenn Sie einen Laptop kaufen, dann immer schauen, dass er einen runden Stecker hat, wo Sie es einstecken, so wie meiner zum Beispiel. Was man sich herzeigt, das sieht man das. So ein runder Stecker, weil da ist immer eine Erdung dabei. Und dann ist das Gerät geerdet, dann emittiert das nicht die elektrischen Felder. Immer wenn ein flacher Stecker ist, dann sind die Geräte nicht geerdet und die machen an sich dann immer sehr viel elektrische Felder. Was ist der Unterschied zwischen den alten und neuen Bügeleisen? Die alten haben die runden Stecker gehabt. Die alten hat man dann noch mit Holzkohle befüllt oder so, oder? Ja. Der Unterschied ist einfach der Personenschutz. Die alten waren geerdet zum Teil und die neuen sind einfach schutzisoliert aufgebaut. Das ist jetzt ein rein Schutzfunktion ist das. Sie haben da natürlich auch einiges an elektrischen Feldern bzw. magnetischen Feldern bei diesen Bügeleisen. Aber gut, so viel gebügelt wird ja nicht. Ja, bei einem 4- oder 5-Personen-Haushalt kommt schon was zusammen, ja klar. Ist natürlich ein bisschen ein Problem. Gell? Es gibt auch so Vorsätze, und zwar, die man dann zwischen das Bügeleisen und der Steckdose gibt, die die 50 Hertz-Frequenz, also diese normale Frequenz, die wir haben, gleichrichten. Und dadurch hat man dann keine oder viel weniger Belastung dann auch. Wie gut das es funktioniert, weiß ich nicht. Ich kenne nur den Ingenieur, der das hergestellt hat. Soll funktionieren, gibt es auch zum Beispiel für E-Herde zum Nachrüsten oder so. Ja, aber sonst, da haben Sie wenig Möglichkeiten, was zu tun. Weil Sie das gesagt haben mit der Herzfrequenz, das ist ja zum Beispiel ein Unterschied zwischen der Deutschen Bundesbahn und der Französischen. Da gibt es irgendwie solche Zwischenteile, damit die Franzosen zu uns kommen können und die Lokführer haben nicht die Belastung wie bei uns. Schon eine sehr spezielle Frage, muss ich sagen. Ja, das stimmt, es gibt sehr viele Frequenzen in Österreich, beziehungsweise in Europa jetzt an verschiedene Frequenzen. Ja, würde ich jetzt alles nicht überbewerten. Also in der Umweltmedizin geht es darum, es geht nicht darum, dass Sie permanent und so viel wie möglich den Elektrosmog, also untertags jetzt dann vermeiden. Das ist natürlich, ist es sinnvoll, aber es ist sehr, sehr schwierig. Wichtig sind die Schlafbereiche. Das heißt, dass Sie in den Nachtstunden, in diesen 6-8 Stunden, dass Sie da nichts haben. Das ist das Wichtigste, denn dann kann der Körper normal funktionieren. Er kann in die Tiefschlafphase kommen, er kann entgiften, er kann sich wieder regenerieren. Das sind die wichtigen Bereiche. Das ist, dass man da wirklich so Schutzzonen schafft. Zu Hause habe ich ja die Möglichkeit, dass ich mir das eben wirklich reduziere, dass ich das saniere. Heutzutage, wenn Sie ein Haus nach Stand der Technik haben, haben Sie ganz eine normale Belastung. Das ist so. Ich bin ja selber Elektriker, ich habe das ja oft installiert. Und dementsprechend ist das Problem da. Und wenn man das reduziert, dann fängt der Körper auch wieder an, normal zu funktionieren. Untertags, ja, ich fahre auch sehr viel mit der Bahn. Da hat man Riesenbelastung. Was soll ich machen? Ich fahre viel mit dem Auto. Das ist eine Riesenbelastung. Bitte. Ich hatte gerade gefragt, um Induktionsherd, wie das eigentlich funktioniert oder was? Induktionsherd wird mit ca. 60 kHz gepulst. Das sind gepulste Magnetfelder. Wir haben ja vorher gehört, Magnetfelder werden ab 300 Nanotesla als potenziell krebserregend eingestuft. Ich habe vor einem normalen E-Herd habe ich schon relativ hohe Felder, teilweise. Die Geräte unterscheiden sich sehr stark. Jetzt kommt noch die Pulsung dazu. Und die höhere Frequenz. Und alles, was höher frequent ist, das ist biologisch kritischer. Und da sind wir eben bei 60 Kilohertz, also Induktionsherde, wenn man sie vermeiden kann, sollte man sie auf jeden Fall vermeiden. Die sind nicht so gut. Wenn man einen zu Hause hat, ja gut, dann wird man den nicht gleich ausbauen. Abstand ist gut. Nicht lang davor stehen und dann halt da wirklich lang stehen oder so. Naja, Sie können natürlich schon mal darum, aber halt nicht sich davor aufhalten. Oft macht man ja direkt daneben, wenn ich da den E-Herd habe, tue ich daneben was schneiden oder so. Das heißt, dass man wirklich ein bisschen Abstand hat. Wenn ich da einen Meter Abstand habe, dann sinkt diese Belastung schon sehr, sehr massiv ab.
Das ist das. Wenn es möglich ist, natürlich vermeiden. Es hat auch einen Einfluss auf das Kochgut, das ist klar. Das ist eine sehr starke Induktion in das Kochgut. Was das mit dem Essen macht, man sieht es ja bei der Mikrowelle, ist vielleicht jetzt nicht 1:1 zu vergleichen, aber ich habe auch eine sehr starke biologische Wirkung da. Wenn man in der Nähe von einem Mobilfunksender wohnt, wo ist jetzt da die Strahlung am höchsten? Geht gleich in auf gleicher Höhe oder drunter oder drüber? Wo ist da die höchste Belastung? Die höchste Belastung haben Sie, wenn Sie auf gleicher Höhe sind. Das heißt, wenn der Mobilfunkmasten zum Beispiel im Tal steht und Sie sind ein bisschen in der Anhöhe drauf, der ist von mir aus jetzt 20 Meter hoch, der Turm, und Sie sind genau in diesen 20 Metern und schauen geradeaus, ist vielleicht jetzt ein bisschen falsch gesagt, die Sender haben immer noch einen Down-Tilt, nennt man das. Das ist die Frage, wie ist das jetzt ausgerichtet? Und da ist, man hat die höchste Belastung, wenn man genau in dieser Strahlungskeule dann drin ist. Wie jetzt genau die Strahlungskeule sich ausbreitet, das ist natürlich die Frage. Das kann man jetzt so nicht sagen. Das kann man nur messtechnisch erfassen, beziehungsweise aufgrund der Strahlungscharakteristika müsste man beim Netzbetreiber nachfragen. Da gibt es ja diese Netzplanungen, da kann man das schön ausrechnen. Dann. Das nächste ist halt dann, ich habe die Strahlungskeule, diese Hauptstrahlungsrichtung, und dann habe ich diese Nebenkeulen nach unten. Und da kann es zu sehr starken Hotspots kommen, also zu diesen Strahlungsdichten, zu diesen Plätzen, wo das eben verstärkt ist. Das nächste ist halt dann die Reflexion. Der Sender schaut in die Richtung, reflektiert irgendwo und dann kriege ich es von der Seite rein. Ich habe oft schon Messungen gehabt, da schauen die Sender in diese Richtung und ich kriege aus dieser Richtung die stärkste Belastung. Das ist eben schwer zu sagen, wie sich das ausbreitet. Vor allem im innerstädtischen Bereich dann. Und was kann da so stark reflektieren? Entschuldigung. Was kann da so stark reflektieren? Alles Mögliche. Also hauptsächlich natürlich elektrisch hochleitfähige Flächen. Zum Beispiel die modernen Wärmeschutzverglasungen, die sind ja metallbedampft, das heißt, die reflektieren das wieder sehr stark zurück. Dann natürlich jegliche Art und Form von Materie. Die dämpft das natürlich auch ein bisschen, ich habe Reflexionsverluste, aber das wird dann halt dann weiter verteilt, solange bis sich die Energie verbraucht hat. Sie haben da noch was nachgefragt, entschuldige gleich. Den Abstand ungefähr vom Haus zum... Ja, es ist praktisch nicht zu sagen. Das kann man praktisch nicht sagen. Also ich habe schon direkt neben Mobilfunkmasten gemessen, also die sind wirklich so ein 100 Meter war der Turm, da hatte ich gar nichts. Habe ich da im Obergeschoss gemessen, da bin ich war fix davon überzeugt, um Gottes Willen, da werden jede Menge haben, war gar nichts. Dann habe ich wieder in Wohnungen gemessen, da siehst du rundherum nirgendwo einen Mobilfunkmasten und ich hatte ein paar tausend Mikrowatt. Ich habe keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Also ich wusste dann schon die Richtung, aber wo jetzt der Emittent ist. Also es ist wirklich schwer zu sagen. Besser ist natürlich so viel wie möglich Abstand. Gleich, der Herr war noch zuerst, bitte. Durch Holundersträucher kann man das nicht reduzieren. Bitte? Durch Holundersträucher kann man das nicht. Nein, die machen gar nichts, überhaupt nichts, nein. Gar nichts, nein, alles, nein, nichts, gar nichts. Das ist harte physikalische Strahlung, das sind alles so esoterische Sachen. Also Sie dürfen das nicht vermischen. Also das sind alles Sachen, die Wirkungen vielleicht auf Ihren Körper haben, dass Sie sich ein bisschen besser fühlen, dann, wenn Sie da irgendwas machen. Aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sie leider widersprechen. Wir haben bei uns in der Nachbarschaft im Ort einen Herrn, die haben einen Außenbalkon erneuert und zwar mit Zirbelkiefer und seitdem haben die keinen Fernseher empfangen. Ja, das hat mit der Strahlung sicher nichts zu tun. Da wurde dann etwas verändert. Also da ist keine Einwirkung. Sicherlich nicht. Das ist physikalisch auch gar nicht möglich. Das würde den Gesetzen der Physik widersprechen. Und das wurde auch untersucht. Es gibt Untersuchungen, wo man Räume mit Kiefer, mit Fichte, alles Mögliche da eben ausgekleidet hat. Da ist gar keine Dämpfungswirkung vorhanden. Ja? Null. Das Einzige, was ist zum Beispiel, es gibt ja diese Holzbauhersteller, die sehr dicke Massivwände teilweise herstellen. Und die werben auch damit, dass Mobilfunk reduziert wird. Stimmt auch. Warum? Weil sie sehr massive Baumasse haben. Da ist einfach sehr dichte Materie dann, aufgrund der Masse ist das. Das hat aber nichts mit dem Holz zu tun. Wenn ich da 1,5 cm habe oder 1,9 oder 2, irgendwas, das geht durch wie nichts. Also schreiben tut er ja das wegen Lärchenholz. Das Holzhunderthaus, oder? Anscheinend kann man in dem Haus nicht telefonieren. Das stimmt nicht, das ist ein Blödsinn. Und er belegt es auch mit Messungen, ich sage jetzt noch, was in seinen Büchern steht, oder? Ja, bitte. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ja, ich kenne den Herrn auch, wir haben auch gemeinsam Vorträge gehalten und so. Und ich kenne auch die Untersuchungen, wurde auch von Professor Pauli an der Bundeswehruniversität in Neubiberg untersucht. Das bezieht sich die Untersuchung auf einen Block von einem Quadratmeter mit einer Stärke von 25 cm oder 30 cm, was er da hat. Und diese 30 cm oder 28, was da halt sind, die haben eine Dämpfungswirkung von 25 Dezibel. Das ist jetzt einfach wirklich, jetzt sind wir schon ganz stark in der Strahlungsphysik drin. Das ist ein bisschen eine Dämpfung, ja.
aber das ist nicht viel. Wenn Sie da draußen einen Mobilfunkmasten haben und ein paar tausend Mikrowatt haben, dann haben Sie im Innenbereich immer noch ein paar hundert. Das ist niemals ausreichend. Da ist sehr viel Marketing dahinter. Ja? Also das stimmt so nicht. Ja? Das nächste ist dann, was für Fenster kommen rein. Wenn es Wärmeschutzverglasung ist, ist es gut. Was ist da mit den Fensterrahmen? Ja? Da können Sie im Innenbereich locker noch ein paar tausend bis zehntausend Mikrowatt haben, ohne Probleme. Also da mit Holz und mit den Sachen geht nicht. So, jetzt der Herr bitte, der hat schon so oft. Was halten Sie von den Photovoltaikanlagen? Photovoltaikanlagen? Ja. Photovoltaikanlagen an sich sehr, sehr gut, weil wir natürlich dezentral Strom produzieren, aber es sollte aus baubiologischer Sicht nach gewissen Kriterien installiert werden. Das heißt, die Leitungsführung sollte so weit wie möglich weg von Schlafbereichen sein und die Wechselrichter sollten auch so weit als möglich weg von Menschen sein, das heißt am besten irgendwo im Keller. Und dann gibt es eben Empfehlungen von speziellen Wechselrichtern, die verwendet werden sollten, weil die einfach weniger elektromagnetische Felder erzeugen. Und was das Problem ist, da gibt es noch ein paar Sachen, die man da berücksichtigen muss, aber das wäre dann, wie gesagt, schon eine spezielle Anleitung auch für den Bau. Im Nachhinein sollte man es überprüfen. Man soll es nicht direkt über Schlafbereiche montieren. Das ist wichtig. Okay, warum? In der Nacht, wenn ich da liege, da produzieren die ja keinen Strom. Was soll das sein? Das Problem ist aber, dass der Wechselrichter in der Nacht, wenn nichts produziert wird, weil es ja ein elektronisches Gerät ist, eben im Kilohertz-Bereich wieder Netzrückwirkungen zurückgibt. Und die habe ich dann auch im Schlafbereich. Das heißt, das sollte auch da untersucht werden auf jeden Fall. Ich habe drei Fragen noch. Wie schaut es beim Wasserbett aus? Wie hoch ist da die Strahlung? Zweite Frage, bei mir war ein Firmenvertreter einmal da, der hat mir alles gemessen bei mir in der Hand und dann hat er in seinem Koffer so ein Blech aus. So die Welle. Ja, die Welle, genau, ja. So die Welle. Aluminium. Ich kann nicht die Welle. 2000 Euro haben wir nicht gelegt, und guck, das ist ja nicht gerade wenig. Und der hat halt darauf geschwört, dass das halt komplett den Elektrosmog abdämpft für ein ganzes Haus. Und das dritte ist Dreifachverglasung bei mir in der neuen Wohnung. Ich merke beim Handy, ich spüre keine Verminderung des Empfangs, aber mit dem Internet gewaltig. Also ich kann den Laptop mit dem Internet gar nicht benutzen. Ich muss das Kabel außerdem ins Freie und die Tür wieder zumachen, weil durch die Dreifachverglasung dermaßen ein Bruch ist dieser Welt. Okay, ich werde Ihnen auf Ihre Fragen rückwärts antworten, wenn wir gleich bei der Wärmeschutzverglasung sind. Also Wärmeschutzverglasung ist an sich sehr, sehr gut. Das ist eine super Verbindung zum Modem. Da brauchen Sie dann nicht über eine Funkschnittstelle. Sie werden wahrscheinlich einen Stick haben oder irgendwas. Ja, genau. Ja, ist halt wie ein Handy. Stick ist wie ein Handy, ist nichts anderes. Gell? Wärmeschutzverglasung ist sehr, sehr gut. Die ist edelmetallbedampft. Und das ist das Gleiche, wie ich Ihnen gesagt habe, wenn Sie sich eine Strahlenschutzgardine kaufen. Ich habe die Schirmwirkung nach außen und ich habe sie auch nach innen. Das heißt, wenn Sie dann im Inneren telefonieren, dann haben Sie natürlich die volle Reflexion von Ihrem Handy. Das heißt, Sie verschlimmern die Situation sehr, sehr stark. Das nächste ist, Handy, diese Balken, die Sie da haben, das ist kein Indikator, ob eine Strahlungsstärke, ob jetzt eine hohe Mobilfunkbelastung oder eine geringe Mobilfunkbelastung vorhanden ist. Da können Sie überhaupt keine Aussage treffen. Jeder, der irgendwas sagt, ja, Empfang. Ein Handy kann immer noch problemlos telefonieren mit einer Strahlungsdichte von 0,004 Mikrowatt. Das ist so gering. Warum haben wir so hohe Grenzwerte? Warum wird so stark gestrahlt? Die Mobilfunkbetreiber haben vom österreichischen Staat den Auftrag, die Bevölkerung mit Mobilfunk zu versorgen. Und das machen sie auch. Und zwar mit voller Leistung, weil die müssen in jede Tiefgarage reinkommen und zu ihnen ins Haus. Und das ist das Problem. Das heißt, Sie können mit dem Laptop nicht mehr reingehen, klar, weil Sie hohe Datenmengen übertragen. Das schafft er einfach nicht mehr. Das Handy kann noch normal telefonieren. Aber Sie setzen sich einer extrem hohen Exposition aus. Ihre Lösung wäre, erstens einmal im Haus weniger telefonieren, am besten ein Festnetztelefon anschaffen. Wenn Sie nach Hause kommen, Rufumleitung vom Handy aufs Festnetz. Jeder, der Sie am Handy anruft, kommt da raus. Kostet Sie ein paar Cent, kein Problem, Sie haben keine Strahlung. Und am Modem und das Internet ganz normal verkabeln. Das funktioniert. So, das war die dritte Frage. Die zweite Frage war jetzt die Welle. Die Welle. Die Welle, genau. Ja, die Welle, was machen wir da? Also sie tut gar nichts, gell? Die macht gar nichts. Also ich habe schon mehrfach überprüft, ich habe sogar mal eine Geschenk gekriegt, habe sie daheim rumliegen gehabt. Vergessen Sie es. Gell? Diese ganzen Entstörprodukte, Harmonisierungsprodukte, die funktionieren alle nicht. Also da wurden, also ich selbst habe schon zig überprüft, da war kein einziges dabei, es waren sogar einige dabei, die haben mehr Elektrosmog gemacht.
als vorher überhaupt als ohne Produkte da war. Die wurden sogar von Ärzten verkauft, gibt es auch. Gell? Also immer große Vorsicht auch. Stiftung Warentest hat mal ein paar hundert untersucht. Da war kein einziges dabei, gleich wie ich, was bringen würde. Da wird alles Mögliche wird da hineingedichtet und hineinfantasiert und da werden physikalische Gesetzmäßigkeiten umschrieben und beschrieben und alles Mögliche mit wunderbaren Wörtern, dass sich der Laie nicht mehr auskennt und denkt, um Gottes Willen, super. Funktionieren tun die nicht. Das war die Welle. Und dann war noch Ihre Frage. Bitte? Das Wasserbett. Das Wasserbett, ja. Wasserbett ergonomisch super. Das sind immer Leute, die Rückenschmerzen haben, die dann plötzlich ein Wasserbett haben, haben keine Rückenschmerzen mehr. Das ist wirklich ergonomisch super. Wasserbetten sind aber eingesteckt. Das heißt, sie setzen die unter Spannung. Dementsprechend haben sie da auch eine relativ hohe Belastung an elektrischen Wechselfeldern. Das heißt, da muss immer darauf geachtet werden, dass die mit dem Netzabkoppler ausgestattet werden. Und das sind oft gute Wasserbetten, haben da schon im Stecker drin. Da ist nur die Frage, ist es richtig eingesteckt? Also das müsste man dann überprüfen auch. Also ich habe schon einige Wasserbetten überprüft. Grundsätzlich sind sie, wenn sie eingeschaltet sind, eine Katastrophe. Wenn sie ausgeschaltet sind, machen sie nichts, weil dann sind sie ausgesteckt. Da können sie natürlich drin schlafen. Dann kommen wir halt noch in die Bereiche Mikrobiologie hinein und so und diese Sachen und Schadstoffe. Also es sind ja mehrere Bereiche der Baubiologie, das lassen wir jetzt mal außen vor, weil heute geht es eben nur um die ganze Strahlungsthematik. Okay? Bitte. Also hier waren drei Fragen. Gerne Sie. Wie ist das, also wenn man nicht sicher ist, sobald er nicht Bett, ist das immer eine gute Idee? Grundsätzlich ja, kann man so sagen, also eine gute Idee, ja. Erstens mal, die Dinge kosten natürlich Geld. Also so ein Baldachin, also wie gesagt, wir verkaufen nichts. Ich habe damit nichts zu tun. Bei mir können Sie nur Informationen kaufen. Das kostet natürlich ein paar hundert Euro. Das sind mal knapp unter 1000 Euro kostet sowas. Das heißt, Sie müssten dann auch wirklich nach unten am Boden auch was auslegen, weil wenn der Nachbar unten ein WLAN hat oder ein schnurloses Telefon, dann kommt das natürlich durch die Decke durch und das reflektiert da hin und her, dann haben Sie wieder erhöhte Belastung. Also wenn, dann richtig. Ich würde es nicht empfehlen, einfach präventiv zu machen. Also wenn, dann ist es gescheiter, dass Sie schauen, dass Sie das messen lassen und dann wirklich, wenn eine Schirmwirkung, also eine Abschirmung notwendig ist, versuchen, die so weit wie möglich vom Körper wegzuhaben. Unsere Erfahrung ist in der Baubiologie, dass diese Baldachine, die funktionieren sehr gut, aber nur gewisse Zeit. So nach einem Jahr oder zwei fangen die Leute an zum Jammern. Weil es ist einfach sehr nah am Körper dran. Und es ist einfach irgendwie, man weiß es bis heute noch nicht wirklich, also meine Meinung ist, ich lasse es sein, ich erkläre es nicht, das geht wirklich sehr tief in die ganze Technik hinein. Also besser ist es immer, die Abschirmung an die Wand zu bekommen, weg vom Körper. Das funktioniert. Und man muss dann dabei auch immer noch, das ist sehr, sehr wichtig, die niederfrequenten Felder mit berücksichtigen. Also ich kann nicht mich nur auf eine hochfrequente Reduktion versteifen und sagen, ich tue jetzt nur Mobilfunk abschirmen und lasse alles andere, das geht nicht. Weil sie aufgrund der Veränderung der Feldpotenziale im Körper das sogar verstärken können. Das heißt, wenn, dann muss das immer als ganzheitliches Sanierungskonzept gestaltet werden. Und das kann eben nur ein Messtechniker. Da kommt dann, der weiß, der hat die Ahnung und da kommt nicht jemand irgendwie mit ein paar kleinen Messgeräten so und dann sagt, der Welle aufhängen oder ein bisschen was oder so. Wenn, dann muss man es gescheit machen. Ja, weil sonst kann das sehr verstärkt werden und dann ist es ein Blödsinn. Mhm. Dankeschön. Die Dame hat noch zwei Fragen und dann Sie, okay? Wie ist das, also wie viele Sender braucht man? Weil bei uns im Dorf sind ca. 4 in 500 Meter. Nein, oder 200 Meter. Mhm. Also relativ nah. Mhm. Und die Frage ist, wie viele braucht man immer noch? Ist ja Overkill eigentlich für einen Empfang, oder? Für Versorgung, oder? Ja, also es ist natürlich, wir haben in Österreich mehrere Mobilfunkanbieter und die haben alle ihr eigenes Netz. Das heißt, ich habe jetzt einen GSM-Mobilfunk, ich habe UMTS-Mobilfunk und ich habe jetzt das neue LTE. Das heißt einmal, ich habe drei Frequenzen, die wir jetzt benutzen. Und dann habe ich, es sind in Österreich 4 oder 5 Mobilfunkanbieter, sagen wir mal 4 mal 3 ist 12. Und das ist das Problem. Brauchen wird man, wenn sie die Handys wegtun, gar nichts, gell? Das ist halt die Sache. Wie viel braucht man? Klar, brauchen wir so viel, wie die Leute telefonieren und Sachen aus dem Internet runterladen. Und in die Richtung geht's halt. Klar, es ist super und alles, und aber ja, das ist die Sache. Mhm. Dankeschön. Die letzte Frage wird an Sie gehen. Ja. Wie sind die Erfolgschancen, wenn man so ein Mast weghaben will? Also für Bürgerinitiativen oder so? Ja, da kann ich durchaus einige Beispiele erzählen.
Wir haben da zum Beispiel eine Aktion gemacht in Obermühlstadt. Und dort war die Situation so, da war ein großes Bio-Hotel und daneben war ein großes Yoga-Zentrum, das schon seit vielen Jahren von einem guten Yoga-Lehrer betrieben worden ist. Und die beiden Unternehmer dort haben natürlich gesagt, ja, das ist der Ruin für unser Unternehmen, weil ein Bio-Hotel, wo 50 Meter daneben der Mosten ist und dann voll ins Bio-Hotel reinstrahlt, ist eine Katastrophe. Und die Leute haben gesagt, bitteschön, wir stornieren schon den Urlaub fürs nächste Jahr. Wir haben gehört, da kommt das Mosten hin. Der Yoga-Lehrer ist auch zu mir gekommen und gesagt, ich bin ganz verzweifelt, weil ich habe euch das ja vorgeführt, mit dem, wenn da so ein Elektrosmog ist, eben ein WLAN oder bei dem Zeug, man kann sich nicht entspannen. Man wird nervös, auch wenn sie kein Problem haben. Das macht nervös, aggressiv. Das ist es. Jetzt hören Sie es endlich einmal, was die Leute im Burnout treibt. Das haben Sie in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren sicher nie gehört. Jetzt hören Sie es. Und er hat natürlich gesagt, das ist der Ruin für unseren Betrieb. Und dann hat er eben Unterschriften gesammelt, so 200, 300. Und die Leute haben gesagt, wir sind eigentlich zufrieden. Wir brauchen nicht eine bessere Versorgung. Dann haben wir Vorträge gemacht, auch mit Armin Rebernick, mit Dr. Schmidt, von des Umweltarzt, der Ärztekammer in Obermühlstadt. Und dann haben sie wieder mit der Telekom gesprochen und gesagt, weg damit. Die Leute wollen das auch nicht. Wir brauchen das überhaupt nicht. Warum wollen sie partout jetzt ein Geschäft machen? Haben sie es nicht geschafft, dann haben wir gesagt, dann machen wir nur einen Vortrag in Milchstadt, haben wir noch mehr Werbung gemacht, die sind in allen Zeitungen drin gestanden, arme Bio-Hotel, beschäftigt ein Haufen Leute und jetzt kann er zusperren und das ein anderer Betrieb auch. Und dann hat sie noch ein Bienenzüchter eingeschaltet und hat gesagt, ja, meine Bienen werden auch gestört dadurch. Und dann haben wir in Milchstadt einen Vortrag gemacht und auf einmal ist es plötzlich gegangen, dass sie haben dann tatsächlich einen Mosten aufgestellt, aber der war dann einen Kilometer weit entfernt mitten im Wald. Ja, also das war dort der Erfolg. Wir haben einen Erfolg gehabt in Bischeldorf, da hat sich dann auch der Bauer stark auf, also der Nachbar von den Bauern stark aufgeregt und wir waren ein paar bei der Bauverhandlung, wie ist jeder mit der Studie gekommen, ich habe jeden genau geschult, du sagst, es erzeugt Krebs mit der Studie und der sagt, es erzeugt Gehirnschädigung mit der Studie und der sagt, es erzeugt Hirntumore mit der Studie und der nächste ist dann gekommen, der Sender erzeugt Schädigungen vom Sehnerv und vom Hörnerv auch, ja. Und dann ist plötzlich das Verfahren eingestellt worden. Ich kann euch sagen, in Österreich funktioniert eigentlich nur mehr die Presse einigermaßen, ja. Vom Minister runter bis zum Abteilungsleiter, die halten dicht. Und ich glaube nicht einmal, dass sie das aus Freiwilligkeit machen, sondern wir haben den Überwachungsterror von Amerika. Ja? Wir haben eine totale Meinungskontrolle und eine Gedankenkontrolle in Deutschland. Dieses massivst, mich rufen die Leute an und sagen, ich schaue nur mal die österreichischen Nachrichten an, weil die Kriegspropaganda der Amerikaner in Deutschland ist grässlich. Ja? Die werden dermaßen desinformiert und was die Amerikaner brauchen, ist Zerstörung der europäischen Kultur, die Kurse, es muss Börsencrashes geben, die Währungen müssen gegeneinander aufgespielt werden, die Kurse müssen raufgehen, runtergehen, raufgehen, runtergehen, damit die Spekulanten Gewinne machen können. Versteht ihr das? So einfach ist das. Und nur was jetzt wirklich eine Schweinerei ist, sie wollen haben, dass der Krieg in Europa ist und die Europäer sollen dafür bezahlen. Und da müssen wir aufhören. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom Thema. Gell? Wir haben jetzt vor kurzem, das Verfahren ist noch am Laufen, eine Bürgerinitiative in Zlan. Da haben wir auch einen großen Vortrag gehalten. Und dort sind wir eigentlich sehr erfolgreich, dass die Bürger verlangen, dass der gesamte Gemeinderat bei der Gemeinderatssitzung anwesend ist. Und dann kriegt er von uns einen Vortrag, wie gefährlich das ist. Und es ist uns schon passiert, dass während, also am Ende des Vortrags, zuerst haben sie noch gesagt, wir stimmen dafür, unterschreiben das mit dem Mosten. Ja. Und nach dem Vortrag haben sie ein paar aufgestanden, haben wir sehen das ein, wir machen das nicht, der Mosten kommt weg. Es gibt also totale Desinformation auf dem Gebiet, also Mind Control, verstehen Sie? Die Gedanken auf dem Gebiet werden total verändert. Die Gedanken sagen, du musst das Handy immer mitführen. Woher kommt das? Die Informationspropaganda und Maschine sagt, dein Handy kann Leben retten. Ja, das glauben die Leute tatsächlich. Und das ist ein kompletter Unsinn. Wir haben Massenmord. So viele Leute, die jetzt schon an Krebs erkrankt sind. Ja?
Und wie gesagt, bei den Bürgerinitiativen, meistens funktioniert es dann, wenn sich ein paar wirklich Mutige zusammensetzen und sagen, okay, wir unternehmen was und wir gehen in die Presse. Weil das eine, was die Telekom wirklich fürchtet, ist, dass die Leute informiert werden, wie gefährlich sind diese Mikrowellenapparate. Es geht wirklich nur über die Presse. Ich habe also mit den Landesregierungen, mit den Verwaltungsbeamten miserable Erfahrungen gemacht. Am fürchterlichsten sind diese Forstkapazunder. Nennen sie wirklich Kapazunder. Ja? Kann ich Smart Meter abschirmen im Haus, weil ich einen großen Verteiler habe. Und was ist mit DVTP, mit dem Fernsehprogramm? Ja. DVB-T ist eher ein untergeordnetes Problem. Es ist natürlich da, es ist ein digitales Signal, aber es ist kein gepulstes Signal. Das heißt, die Bewertung ist ganz anders aus biologischer Sicht, das heißt deutlich unkritischer. DVB-T-Sender sind meistens weiter weg, das heißt, die Strahlungsdichten sind nie so hoch. Also ich habe ganz, ganz selten mal erhöhte Strahlungsdichten von DVB-T. Das ist wirklich eher dann im innerstädtischen Bereich, wenn ich mal irgendwo nah dran bin oder so einem Sender. Smart Meter abschirmen geht nicht, aber man kann diese Frequenz filtern. Es gibt eigene Filter, Netzfilter, die eingebaut werden in die Verteilerkästen. Gibt es eine deutsche Firma, die speziell auch für den österreichischen Markt produzieren, weil es eben eine Anforderung gegeben hat aus baubiologischer Sicht. Und die kann dann der Elektriker nachrüsten, nach Anleitung. Und dann ist eben dieses Signal im Kilohertz-Bereich wird dann komplett herausgefiltert und ich habe das nicht mehr in der normalen Hausinstallation. Der Smart Meter kann aber ganz normal noch zu seinem Server funken oder das Signal übertragen und kann dementsprechend normal weiterarbeiten. Das macht jeder konzessionierte Elektriker. Einbauen kann das jeder konzessionierte Elektriker, ja, und muss halt für genau diese Smart Meter dann halt diese Filter einbauen. Die sind ungefähr so groß, kann man dann nachrüsten, je nach Platzbedarf. Im großen Verteiler kostet das leicht Platz. Locker Platz, ja, ist kein Problem. Ja. Okay. Also, von meiner Seite aus einmal einen herzlichen Dank an euch für euer Kommen, für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Ich glaube, das war wirklich ein toller Vortrag, was wir heute gehört haben. Und natürlich an die Vortragenden, die was wirklich das sehr toll heute übergebracht haben, auch ein herzlicher Dank. Und ich glaube, noch einmal einen besonderen Applaus an Sie. Gut, danke. Ich möchte nur ganz kurz was sagen. Ich stelle mich extra auf die andere Seite und es hat einen Grund wegen dem Roll-up, dass ich da kurz ein bisschen was erklären kann. Ich möchte aber trotzdem noch eine Kleinigkeit erzählen zur Handymasten-Sache. Ich habe mich selbst intensiv mit dem Thema beschäftigt und ich habe selbst Erfahrungen mit meiner Familie damit gemacht. Und zwar, wir haben in Krumpendorf versucht, einen Masten zu verhindern. Ja, das hat im Endeffekt zwar leider nicht geklappt. Ich muss aber dazu sagen, das war vor über 10 Jahren. Ja, das heißt, vor über 10 Jahren haben wir uns bereits mit der Thematik beschäftigt. Und das Ganze ist so weit eskaliert. Bei uns war in der Kirche, muss dazu sagen, in fast allen Kirchtürmen sind Masten drinnen. Das ist eine irre Sache. Ja. Und das ist so weit gegangen, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin und irgendwann einmal meine Eltern auch. Ja. Und man muss sich vorstellen, meine Eltern waren das ganze Leben in der Kirche und dann haben sie einen Brief bekommen quasi vom Bischof, wo drinnen gestanden ist, was ist denn los, warum dreht jetzt nie jetzt aus? Ja. Sie mögen bitte hineinkommen und sie mögen erklären, warum das so ist. Ja. Und meine Eltern sind da hineingegangen und haben gesagt, wie können Sie ethisch rechtfertigen? Ja, das heißt, über das gesamte Handynetz werden ja nicht nur Gespräche übermittelt, sondern da werden besonders Datenverkehr vermittelt. Ja. Das heißt, da wird gesurft am iPad und so weiter, auch am Handy gesurft und, und. Und es gibt Untersuchungen und Studien, dass ein Großteil, oder ich sage einmal Großteil nicht, aber ich sage einmal, es sind ungefähr 40% pornografischen Inhalts übertragen wird. Ja, das heißt, die Surferei ist nicht nur Informationsrecherche, sondern ich sage einmal, ungefähr 40% ist pornografischer Inhalt. Und meine Eltern haben jetzt gesagt, wie könnt ihr in der Kirche ethisch vertreten, dass oben, ich sage jetzt einmal, die Nackerten ausflitzen und unten da mal brav beten. Ja? Wie kann das sein? Ja, und da erkennt man, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Und das war natürlich eine interessante Frage. Natürlich gab es darauf keine Antwort, wie auch. Ja? Das ist, okay, also das ist eine Anekdote zur Handysache, die ich so erlebt habe. Ja?
Wenn ich jetzt vielleicht noch ganz kurz erzählen darf, was ist Ubendo TV? Ja, Ubendo TV, das ist ein Projekt, das habe ich vor mehreren Jahren begonnen. Jetzt fängt es erst an, langsam, ich sage einmal, in die Gänge zu kommen. Ubendo ist das Wort für Liebe in der Sprache der Swahili. Ich rede hier von der kosmischen, allumfassenden Liebe, ja, nicht von der dualen Liebe. Ja. Die Swahili, das ist ein Stamm in Südostafrika, die sind dort, die leben dort. Ja. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir beschäftigen uns doch alle mit vielen verschiedenen Themen, auch bei der Zivilcourage natürlich. Ja. Und das ist ja nicht nur das Handy-Thema, sondern auch viele andere Themen, besonders auch alternative Themen. Ja. Also Themen, die nicht im Mainstream explizit breitgetreten behandelt werden oder was auch immer. Ja. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie kann man das machen, dass man all diese Themen quasi auf einen Punkt bringt, ohne dass man viel, ich sage einmal, herumsuchen muss. Ja. Und nachdem, wie ihr gesehen habt, ich mich mit Filmerei beschäftige und den Abend heute auch mitfilme, diesen auch schneiden und produzieren werde und ins Internet stellen werde, ist das Portal Ubendo eben eine Möglichkeit, alles, was mit Film und Radio zu tun hat, auf dem alternativen Sektor gebündelt auf einen Punkt zu empfangen oder zumindest sich anzusehen. Ja, man sieht da eben, informieren selbst und ständig, das heißt eben, ich muss selber was machen, ich muss selber klicken, ja, ich muss selber schauen, ich kriege das nicht so wie beim normalen Fernsehen präsentiert. Ja, was ist das jetzt an? Ja? Also ich gehe normal ins Internet, tippe einfach ein ubendo.tv, so wie zum Beispiel google.com eintippe oder was auch immer, und dann bekomme ich eine Oberfläche, die schaut ungefähr so aus. Ja? Das ist nichts anderes wie eine Seite, die ähnlich ist wie YouTube, ja? Nur dass ich nicht Inhalte bekomme. Bei YouTube kriege ich alles. Ja? Das heißt, wenn ich irgendwas eintippe, kriege ich zwar ein paar Sendungen, die dieses Thema betreffen. Ja? Bei Ubendo ist es aber so, dass ich quasi, ich sage einmal, derzeit die interessantesten 60 alternativen Fernsehsender eingebunden habe. Das heißt, eingangs hat, ich weiß jetzt nicht, der Herr erzählt, dass eben der Michi Vogt sprechen wird von Querdenken TV. Das ist zum Beispiel ein Sender, der bei Ubendo gelistet ist. Ja? Das heißt, Ubendo TV listet Bewusst TV, Querdenken TV, Nur Wieso und so weiter, Okay Talk, alles, was es da gibt. Also da gibt es massenweise, derzeit sind wir ungefähr bei 60 Sender. Sehr interessant ist zum Beispiel Engelsburg News, ja, die haben tägliche Nachrichten, da geht es darum, nicht das Weltgeschehen zu betrachten, sondern er betrachtet zum Beispiel die Mondphasen, die Protuberanzen der Sonne, der KP-Index, der Photonenstrom, das Wabern vom Magnetfeld von der Erde und. Also das, was zum Beispiel Dieter Preuß behandelt hat. Ja. Und das wird täglich analysiert und täglich ausgearbeitet und da gibt es auch tägliche Sendungen. Ja. Und es gibt auch viele andere noch, also Time to Do zum Beispiel, das ist der Norbert aus der Schweiz, ja, oder viele, viele verschiedene. Ja. Und das sind so viele, dass ich in der Zwischenzeit 60 Sender habe, ja, und diese 60 Sender haben ein breites Portfolio, wo man sieht eben auch eine Meinungsvielfalt. Das ist nicht so, dass die alle immer das Gleiche sagen. Ja? Und ich finde das auch gut. Ja? Die Meinungsvielfalt ist einer der wichtigsten Sachen. Ja? Warum? Weil ich mir dann selbst eine Meinung bilden kann und nicht das nachplappern muss, was die Leitmedien, unter Anführungszeichen, die Mainstream-Medien mir vorplappern. Ja? Nur, dass man das kurz sieht, das heißt, da wird einfach gelistet, wenn ich auf Ubendo raufgehe, ist genau zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade draufgehe, ist die neueste, aktuellste Sendung als oberstes gelistet. Ja, also das Sendungsbild mit Text und dem ganzen Zirkus, Datum und Uhrzeit. Und jetzt ist die Sendung, von den ganzen 60 Sender, wenn davor eine Sendung veröffentlicht wurde, wird die darunter gelistet. Davor wieder darunter und so weiter. Das heißt, tagesaktuell und zeitaktuell werden die Sendungen automatisiert gepostet. Das heißt, ich brauche nicht mehr 60 Sender abgrasen, was hat Bewusst TV Neues, was hat Querdenken TV Neues, was hat Time to Do Neues, sondern das brauche ich alles nicht mehr machen, sondern ich mache einfach Ubendo TV auf und sehe automatisiert alle Sendungen. Und ich kann natürlich sagen, ich will alle von gestern sehen, alle vor 2 Tagen, alle vor 3 Tagen, alle vor 5 Tagen und so weiter. Ich kann auch direkt ein Datum eingeben. Ja? Und ganz zum Schluss noch, es gibt auch eine Metasuche, das heißt, ich kann zum Beispiel einen Begriff eintippen, das heißt, wenn ich sage zum Beispiel, oder MH17 oder egal was es ist, ja,
dann werden alle Sendungen gelistet, die natürlich genau nur diesen Begriff behandeln. Ja? Also Geldsystem, Schereigeld und, und. Ja? Und das ist natürlich eine enorme Erleichterung für uns alle. Dadurch, dass ich mich selbst viel mit dem Thema beschäftige, ja, habe ich das eben begonnen zu machen. Bitte, das ist erst die erste Stufe. In der zweiten Stufe, jetzt ist die Frage, wie können wir in irgendeiner Form natürlich Geld generieren. Leider ist das so in der heutigen Zeit. Es gibt auch einen Spenden-Button. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht was spendet. Danke vielmals. Der Grund hat aber einen anderen. Da geht es nicht darum, dass ich davon leben kann, ja, sondern da geht es darum, dass wir Programmierer finden, die helfen, Apps zu programmieren. Und zwar, das geht in die Richtung, dass wir auf alle Smart-TVs kommen. Damit sind wir in jedem Wohnzimmer. Dass wir auf alle Spülkonsolen kommen. Damit sind wir in jedem Kinderzimmer. Und das ist eigentlich einer der gefährlichsten Sachen, das Kinderzimmer. Weil wenn die Kinder von klein auf erkennen, da gibt es auch noch andere Sichtweisen und nicht nur das, was ihnen illusorisch von der Staatspropaganda, wenn ich das so nennen darf, vermittelt wird, ja, dann wird es interessant. Ja, das heißt, die Kinder werden natürlich nicht mehr so leicht funktionieren und im System genau das machen, was sie halt machen sollten, sagen wir mal so. Ja. Das heißt, das Portal ist so programmiert und so geschrieben, und an der Stelle möchte ich dem Marc Heiland danken. Das ist ein sehr guter Freund von mir aus Deutschland, der mir sehr viel geholfen hat bei dem Portal, besonders bei der Programmierung. Also er ist ein Genie der Programmierung. Danke, Marc, um das zu realisieren. Ja. Wie gesagt, das sind die nächsten Schritte. Es ist vielleicht sogar angedacht, ein Vollprogramm zu machen. Das heißt, einen 24-Stunden-Sender, wo quasi die besten Inhalte aus allen Fernsehsendern zusammengefasst werden und dann auch gesendet werden. Wenn die Bewegung so groß wird, dass man auch das Geld hat für einen Satellitentransponder und so weiter, müsste das auch möglich sein, dass man das über Satellit verbreitet. Ja, also dass man ganz normal über Satellitenfernsehen oder was auch immer das dann empfangen kann. Das wäre natürlich revolutionär, weil solche Sender gibt es nicht. Ja, das gibt es einfach nicht. Ich muss aber dazu sagen, in der Zwischenzeit ist es so, dass die extrem professionell produzieren. Ja, also wenn man da den Michi Vogt anschaut, ja, oder Lebenskraft TV oder was auch immer, oder mein Gott, eine Welt im Wandel, .tv zum Beispiel und. Da ist überhaupt kein Unterschied zu einer ORF-Produktion, ja, zu ZDF oder irgendwas anderes. Das ist höchst professionell bereits gemacht und das hätte schon längst meiner Meinung nach verdient, wenn ich das so nennen darf, auch einer breiten Öffentlichkeit zugeführt zu werden. Ja. Das Ubendo-Projekt bündelt das alles, in der Liebe, in der kosmischen Liebe. Und was gibt es für einen schöneren Punkt als die Liebe, also dass man diese Informationen zusammenführt. Danke vielmals und ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt. Ja.